Hast du den süßen kleinen Hund gesehen? Ja klar, Mann, so süß, oder? Aber guten Morgen, Vegan Savages, Bro, wieso bist du so angepisst? Ja, ich bin nicht angepisst, aber warum sitzt du da? Nein, wieso hast du deinen Stuhl umgesetzt? Ja! Stell ihn jetzt mal wieder auf! Okay, okay, aber ich habe eigentlich Hunger, deswegen. Ja, nein, jetzt stell ihn erst mal auf, komm. Okay, so. Es geht nicht! Ich krieg's nicht, ich bin zu schwach. Veganer. Undercarbed. Wir gehen jetzt zu Cops. Hey, Flashback, ich habe hier mal einen Vlog gestartet, ganz damals mit Tanja, wir waren noch zusammen, wir waren auch bei Cops. Ein wunderschöner Sonntag. Wir sind hier vor dem Cops. Tanja, how bad ist der Food oder Deutsch? Wie schlimm ist das Food-Koma? Nicht so schlimm. Boah, das war schon echt viel. Ihr habt gesehen, was wir alles gefeastet haben. Das Buffet kostet 15 Euro. Ich denke, ich werde heute den ganzen Tag auch nichts mehr essen. Mal sehen, ob ich. Wir haben das Buffet abgecheckt und die machen jeden Sonntag Brunch. Ich glaube, es ist gerade noch zu wegen Corona, aber die machen so einen krassen veganen Brunch für irgendwie 15 Euro. Krass ist die Buffet damals, ich war so in der Massephase. Wir sind erst spät hingegangen, so um 1, ich hatte so Hunger. Ich habe so gepiestet und bestimmt so 5000 Calories. War richtig lecker, aber ich habe noch nie à la carte gegessen, das machen wir heute. Dann Philipp und ich, wir machen ein richtig krasses Video mit den besten veganen Restaurants in Berlin. Da machen wir so einen richtigen Food Guide, Cinematic Style. Und dafür sammeln wir jetzt halt, indem wir zu den ganzen Restaurants gehen. Aber ich füge das auch manchmal so in Vlogs ein, wie jetzt, denn wir gehen jetzt zu Cops und testen das 7-Gänge-Menü. 7 Gänge vegan, ich weiß, mega teuer, kostet irgendwie so 74 Euro oder so. Ja. Aber wir gönnen uns, weil wir wollen es mal ausprobieren. Ihr könnt auch ein wesentlich billigeres nehmen, 4 Gänge, 5 Gänge oder so oder einfach à la carte. Ist aber schon ein gehobeneres veganes Restaurant, ist komplett vegan, soweit ich weiß. Aber wenn ihr mit eurer Familie mal schicker vegan essen gehen wollt, ist Cops auf jeden Fall cool. Und jetzt checken wir das 7-Gänge-Menü ab. Ratatatata. Wir werden so nicht satt, weil wir bestellen so einmal, deswegen wir teilen es auch noch. Deswegen waren wir davor bei Royals and Rice, das ist gleich daneben. Da könnt ihr auch mal hingehen. Die sind nicht komplett vegan, aber die haben extrem viel vegane Sachen. Unter anderem so leckeres veganes Sushi. Das haben wir uns gegönnt. Und jetzt gönnen wir uns einen 7-Gänge-Nachtisch. Bro, darf ich deinen Joke klauen und ihn nochmal sagen? Ah. Okay, aber wir tun so, als wäre es meine, okay? Also, das hier ist ein vom Haus, ein kleines Schmonkerl. Mhm. Und muss aufpassen, dass ich davon nicht zu satt werde. Weil Spaß, weil der Joke von meinem Bro. Hast du gemerkt, was es ist? Irgendwas mit Kürbis. So esst Veganer, so werden sie satt. Ja. Irgendwas mit Kürbis. Ja, es hat 7000 Kalorien. Pass auf, jetzt. Wupp. Ein Gurkensalat aus dem Kindergarten. Ich glaube, es wird der langweiligste Vlog. Wieso? Was ist das? Wir müssen aus dem Vlog was ja. Geiles machen. Ja, aber das sind so, that's what vegans eat, oder was? So, literally. So, ich habe den letzten Bissen nicht aufgegessen, so sieht das aus. Also er hat irgendwie gesagt, was das ist, irgendwas fancy-mäßiges. Und hier meint er auch was fancy-mäßiges und dann hat er irgendwas da reingegossen. Ich habe nicht zugehört. Wir haben noch... Cheers, alkoholfreie Cocktails. Der ist sehr klein, aber fein. Und ja, das können wir uns jetzt richtig, aber wir müssen wieder aufpassen, dass wir nicht zu gesättigt sind, denn es kommen hier noch ein paar Gänge. Also hier ist der Deal. Mhm. Es ist lecker, aber es ist so, es fängt an lecker zu werden und dann ist es halt schon weg. Dann bist du so, Mano, es war doch gerade lecker, aber es ist schon weg. Das ist doch frustrierend. Ja. Weil es ist so, oh, es ist lecker, ich will mehr. Aber es ist schon weg. Also mein Style ist es nicht so zu essen, aber es ist spannend, es mal auszuprobieren. Aber wir machen es ja auch sehr krass, weil wir von allem nur die Hälfte essen. Also von dem letzten Bissen nur die Hälfte. I'm sorry. Anti-Gains, oder? Ja, Anti-Gains. Glückwunsch. Ach so. Nein, nein, was? Weißt du? Was ich filmen durfte, oder? Nein, 100.000. Oh, 100.000. Mein Bro hat 100.000 Follower. Das ist krass, 100.000 Follower. Ich hab's gerade gesehen. Avido Food. Ja. Weil mein Bro macht so ein Business und davon hat er noch nichts erzählt. Aber es ist so wichtig, dass wenn ihr an was arbeitet, dass ihr euch gleichzeitig auch eine Reichweite aufbaut oder irgendwie schon Marketingstrategien, damit ihr nicht nur am Produkt arbeitet, weil dann ist es fertig und überkrass, aber keiner kauft, weil es kennt keiner. Und ihr nicht nur am Marketing Reichweite arbeitet, weil dann habt ihr kein Produkt,
sondern immer beides. Und mein Bro im Hintergrund macht da ein krasses Produkt oder Dienstleistung. Erfahrt ihr in der Zukunft mehr darüber, auf der anderen Schiene halt auch schon an der Reichweite. Und deswegen bin ich so stolz auf dich, weil 100.000 ist heftig. Ja, ich finde es auch. Wenn du eine Story machst, wie viel schauen es? Ich mache ja eher nicht so viele Stories, ne? Aber wenn? Ja, wenn so 5.000 etwa. Voll gut. Ja, also, ja 100.000 ist... Nicht, wenn es mehr wäre, aber... Ja, was ist das für ein dummer Satz? Wäre cool, wenn es immer mehr wären, aber 100.000 ist wirklich ein krasser Standard. Deswegen Respekt. Danke dir. Und sag mir mal lieber, was ist das, Mann? Was ist das, Mann? Ist das Essen? Ja, es ist Essen. Wenn du das nicht vegan anzeigst, wenn die so... What the fuck? Also, aber hier muss ich sagen, das sieht wirklich lecker aus mit den Pilzen, mit diesem Donut, diesem. Also sie hat mir das gesagt, was das ist. Das sind lauter krasse Sachen, die ich mir nicht merken konnte. Irgendein Mix aus irgendwas. Aber das sieht echt gut aus und es riecht auch übertrieben lecker. Deswegen machen wir wieder Ratsch und teilen es uns. Also das hier schmeckt wirklich so lecker. Ich bin jetzt aber gespannt, wie mein Bro das hier teilt. Ja. Einmal in der Mitte durch, dass es fair ist. Sieht irgendwie aus wie Eigelb, oder? Voll. Soll ich auch probieren? Fürchterlich. Was? Fürchterlich? Ne, als wäre nicht Cracker approved, weil es irgendwie Essig drin. Und Apfelessig oder anderen Essig sollte man nicht pur trinken, weil es die Speiseröhre verletzen kann und man so Schluck auf davon bekommen kann. Deswegen lieber Essig in Mahlzeiten, aber Essig rein. Denn Essig ist so crazy gesund. Da kommen auch bald Posts at Vegan Strengths oder sind schon draußen. Essig-Fakten aus How Not to Diet. Weißt du, was AMPK ist? Nein. Dass du so anfängst, Fett zu verbrennen und das ist quasi ein Essig, aber egal, bleibt einfach dran für die Posts oder die zukünftigen Videos, denn bald habe ich How Not to Diet durchgespielt. Ich bin so bei 80% und alles, was ich mir markiert habe, lese ich dann nochmal auf Deutsch und mache dann Videos darüber mit so den Kernaussagen oder Nice to Know, den krassesten Facts. Deswegen bleibt dran, abonnieren nicht vergessen für die How Not to Diet Facts. Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe es geschafft. Einmal durch die Hälfte. Respekt. Ich weiß gar nicht, ob ich den letzten Gang gefilmt habe. Wir haben nochmal 3 Getränke bekommen und mein Bro hat es mir gerade gebeichtet. Getränke kosten aber nochmal extra. 30 Euro oder so. Ich hatte es irgendwie nicht auf den Schirm. Also so insgesamt dann so 100 Euro für den letzten Bissen auf dem Teller. Läuft. Okay, der Nachtisch sieht jetzt aber echt gut aus, oder? Tag. Was war das nochmal? Hast du auch vergessen, oder? Ich kann mir das einfach nicht merken. Ja, Mann, ich zähle immer alles auf. Ich glaube, das war sowas wie so ein Schokomousse, verkleidet in der Form eines Pfirsichs oder so. Weißt du, das sieht für mich, Philipp meint den Hase, für mich sieht es einfach aus wie 2 große Tabletten. Aber das ist einfach so Frozen Joghurt, gepresst in so Sticks mit Eis. Und hier einfach so irgendwas mit einem 15 Jahre alten gereiften Vinegar oder so, also Essig. Ich dachte erst, es wäre ein Aschenbecher so, aber mein Bro hat entdeckt, das ist von einer Glasflasche, also vermutlich einfach die Unterseite. Kreativ. Hier, das noch für dich. Wow, danke dir. So viel. Der Joke ist so langweilig mittlerweile. So, das schmeckt auch ganz eklig. Immer wenn ich dich filme, hast du eine Kamera. Sorry. That's fine. Nein, das macht mich doch happy. Du arbeitest für mich. Yeah. Und noch ein Gruß aus der Küche, und zwar so Pralinen. Und das ist jetzt echt großzügig. Einfach 3 Stück für jeden 3. Und die sehen wirklich richtig lecker, lecker, lecker aus. Und das da drunter sieht komischerweise auch lecker aus. Sieht aus wie so pufftes. Nee, das ist hart. Nee, das sind einfach nur Steine. Ich dachte, das wären so puffed Flakes. Sieht aus wie Bohnen, oder? Ja. Ja, sind wahrscheinlich Bohnen. Läuft. Walla Bila. Jetzt hat sich's gelohnt. Pass auf, da drin ist so richtig flüssig. Ja. Die Straße ist so cool hier. Einmal eine Fahrradstraße, richtig ruhig, entspannt, coole Vibes. Da ist noch ein Tesla, by the way. Ich habe gerade mit Philipp die 3 Lieblingsstraßen in Berlin aufgezählt, in denen wir am liebsten wohnen würden. Clara-Wied-Straße, aber das ist so eine Bonzenstraße, also das ist so teuer da zu wohnen, da kostet der Quadratmeter über 10.000. Da hat Julian Zietlow mal gewohnt oder wohnt immer noch da, deswegen lief halt so ein bisschen raus, aber die ist halt so cool, weil das ist so eine ruhige, schöne Straße, die in den Tiergarten führt. Fun Fact, damals von meinen Daily Vlogs war auch das Intro oft mit der Drohne, immer davon, von dieser Straße. Dann Bergmannstraße heißt die, oder? Weil da einfach so viele vegane Restaurants sind, so ein cooler Vibe.
so schön zentral, auch noch so, ist es noch Schöneberg? Oder Tempelhof vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber man ist auch gleich im Gleisdreieckpark und ist immer noch so unser Kiez, aber man ist auch schnell im Tempelhofer Feld. Und diese Straße, da ist auch ein Veganz, Good Morning Vietnam, ein veganer Metzger, da ist auch Black Sheep, eine der coolsten CrossFit-Boxen. So viele vegane Restaurants und so ein cooler Vibe. Und die dritte ist hier die Linienstraße, dann ist eine Fahrradstraße. Hier sind auch voll viel vegane Restaurants und es ist schön ruhig. Die Lage ist auch mega und entspannter Vibe. Coole Parks, also kein Tiergarten, kein Park, diese Art und Weise. Boah, das ist doch richtig lecker. Ja, ja. Da hat mein Bro recht. Boah, wir sind eher Nature Boys und Essen tun wir eher seltener. Mhm. Und da fahre ich ruhig gerne mal Fahrrad hin. Aber alltäglich habe ich doch lieber einen großen Park in der Nähe, wo ich dann noch täglich hier hingehe. Da war noch was. Ja, noch ein Kürbiskern. Ja, für dich. Dankeschön. Deswegen Laravid-Straße, wir müssen einfach härter hustlen, damit wir da wohnen können. Fette Menschen. Und du gehst zum Ende der Straße und du bist im Tiergarten. Und die ist so ruhig und du bist aber so zentral. Das hat Amir zu verdanken, göttlich, dass er nicht raucht und trinkt. Ja. Das hat Amir zu verdanken. Weil ich früher immer das hast du mir auch zu verdanken. Wo du bei mir eingezogen bist, meine ich so, Bro, schmeiß mal die Kippe weg. Ja, dass ich vegan wurde, Mann. Dank. Nein. Wieso? Wir sind beide vegan geworden. Ja, dank uns. Ja, habe ich den Initial Spark? Genau. Mit was? Dass wir 30 Tage vegan ausprobieren. Wirklich? Aber ich hab gelacht, so, ich werde nie vegan. Ich dachte so, okay, let's go, lass mal es ausprobieren. Und dann dachte ich so, ich bin eher so ein Flexitarier, weißt du, weil ich das zu Hause ganz geil fand. Aber du warst die ganze Zeit so, nee, Mann, meine Mama zwingt mich, Lachs zu essen, aber ich mag es nicht. Und ich so, hey, komm, ist das doch so ein Lachs? Und weiß nicht mehr. Nee, aber ich habe auch letztens vergessen, dass Philipp mein Initial Spark war, ein Minimalist zu werden. Check das Video ab von dem Meetup, denn da erzählt das. Habe ich auch vergessen. Wir kennen uns einfach schon zu lange. Viel zu lange. Lass die Box mitnehmen, oder? Ja, ist cool, Bro. Willst du mich heiraten? Das macht man andersrum. ja, wo ist der? Warte, wo ist der Ring? Da ist nur dein Boner drin. Jo, fertig, wo gehen wir hin? Wir hauen jetzt den Choke raus, weil der Block ist noch langweilig. Okay, dann hauen wir mal raus, ja? Leute, wenn ihr auch Tesla fahren wollt, ja? Gut aussehen, Holzfällerhemd, ja? Kaugummi der Sorte Bubble Mint, dann tragt euch ein in das Programm, wo ihr Influencer werdet. Wollt ihr nicht auch mal mit so einem Auto fahren? Auf der Straße, schauen euch Frauen an, sie legen euch zu Füßen. Wollt ihr auch den Lifestyle leben? Dann tragt euch ein. Der erste Link, mein Influencer. Bro, ich kann mich so gar nicht ernst nehmen. Also ich wollte das jetzt, hey, schick mir den Link. Schick mir den Link. Ich will sowas fahren. Willst du auch? Ja. Vergöttert werden? Ja, ja. Frauen schreien, nimm mich, ja, nimm mich. Ich muss noch hascheln. Ich bin noch auf der Zugspitze. Okay. Hier, Real Talk. Das ist noch mein Bike. Ich habe noch keine AirPods. Ich habe immer noch Kabel. Ich muss jeden Tag dieses fucking Kabel auseinanderholen. Nach fucking nach Hause fahren. Von dieser scheiß Zugspitze weg, okay? Das macht einen scheiß Block aus. Ich bin frustriert. Ja, es muss so teuer sein, die ganzen Polizisten, oder? Auch Helikopter, Alter, wir haben 20.000 Millionen Cops gesehen durch die Corona-Demo. Das war jetzt ein Gewusel, so viele Menschen. Ich frage mich, wo sonst diese ganzen Menschen sind. Aber wir beenden jetzt schon das Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lass einfach hier. Natürlich hat es Spaß gemacht. Naja, es war jetzt schon kein guter... Also naja, das Restaurant können wir schon empfehlen für den Brunch, wenn der dann wieder aufhat. Und à la carte, wenn man halt mit seiner Familie hingeht, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Die ein bisschen mehr Geld haben, ein bisschen und schicker abends, haben wollen. Wenn man drin sitzt, die Atmo schön ist, weißt du? Ihr wisst Bescheid. Freut euch auf das Vegan Food Guide Video und ich nehme euch dann natürlich auch immer so mit, wenn wir zu Restaurants gehen, dies, das, also wenn es weiter gut ankommt. Ich sehe gerade, meine Linse ist voll dreckig, deswegen höre ich schon auf. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ich bin out und mache jetzt meine Linse sauber. Tschicke, 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 tschicke.